Wir spielen Überfall auf Überwuchert. Mit Miko. Und wir haben Galilea als Tank dabei. Wir haben jetzt leider auch eine Ambra, das habe ich mal nicht gesehen. Und noch Nahkämpfer, Fernkämpfer. Ja, mal gucken, ob wir jetzt genug Schaden zusammenkriegen. Die Gegner haben zwei Tanks. Und Miko-Heilung. Und noch ein Mike. Eine Melka. Ja, gut, Melka. Ja, mal gucken, ob Amra bei uns genug zusammenkriegt. An Schaden, dass sich das lohnt. Überfall. Kämpfen Sie sich durch die Schärfe. Den können wir vielleicht gewinnen. So, da sind schon die ersten. Wo sind die denn? Oh, da ist Etikus. Ich schmeiß mal gleich mal eine Spornwolke rein. Zack. Das nicht, braucht einer Heil. Hä? Ach, das ist der feindliche Montana. Ich dachte, der wäre von uns. Ist da nie aufgepasst. So, hier ist die Heilung. Brauchst du gar nicht. Ups, da kommt Lecker an. Komm schon wieder her. Genau. Kommt sie vielleicht. Ah, okay, die braucht noch gar keine. Das ist gut. So, oh, der braucht aber Heilung hier, ne? Warte mal. Ey. Ja, da müssen wir jetzt wieder unseren Spielstil ein bisschen anpassen. Rennt der noch einmal weg von mir? Da. Dass wir jetzt auch darauf achten, dass wir möglichst hinter denen bleiben, dass wir auch sehen, wann die Heilung brauchen. Der zum Beispiel da oben, das wäre eine gute Idee, wenn wir da mitgehen. Ja, anscheinend noch nicht. So, da ist. Ach, da ist Etikus drin. Ups. Hätte ich meiner erwischt. So, und wir brauchen auch gar nicht mehr so viele Stunts mit der Sporenkugel. Also das haben wir demnächst. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch fehlen. 20 oder so? Das ist jetzt nicht so viel, als dass man das in einer Runde nicht schaffen könnte. So, hier, zack. Kommst du erstmal nicht mehr weg. Scheint doch. So. Oh, kriegen wir den vielleicht sogar? Ach, das macht so ein Etikus immer gut, dass er denn weghüpft. Ja, doch, hier hast du ein bisschen Heilung noch. Jawohl. So, sind wir noch zu fünft, ja? Ich weiß gar nicht, wo unser fünfter Mann hier ist. Oder unsere fünfte Person, unser fünfter Mitstreiter da hinten. Ach so. Ja, das ist okay. Söldnerlager angreifen ist okay. Ups. Sie hat da einfach mal so eine Kugel mitten rein. Die macht ja auch ein bisschen Schaden. So. Ja, da ist er. So, Selbstheilung an. Wo ist hier einer, der Heilung braucht? Galilea braucht. Jawohl, da ist gut. Aber jetzt sind wir schon beim Wächter. Das ist sehr gut. So, wer von uns braucht aber Heilung jetzt? Unsere Schergen benötigen Hilfe bei einem feindlichen Wächter. Oh, Mike. Jawohl. Das war ich anscheinend. Wie auch immer. Oh. Ich brauche Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Mach mal die Selbstheilung an, da bin ich ein bisschen schneller beim Laufen. Habe ich geskillt. Genau, so. Wrath auch. Hier hast du Heilung. Sag mal, ignorieren die mich? Wissen die nicht, dass ich heilen kann? Wo man jetzt immer auch bedenken muss, dass es sein kann, dass Leute dabei sind, die tatsächlich keine Ahnung haben von den Klassen. Wenn die das nur aus der Demo spielen und Migo nicht kennen, ist auch gar nicht was. Im Moment aktiv oder im Moment aktuelles Charakteren. So, jetzt bist du gleich wieder voll, ne? So, du musst vielleicht auch mal skillen. Heilen eines Verbündeten, auch sich selbst, oder? Ne, Biosynthese wird erweitert. Das ist, glaube ich, das Beste von denen. So, hier einfach mal die Spornkugel da rein. Oh ja. So, braucht hier einer? Was ist mit dem hier? Oh ja. Mike.
So, braucht der hier? Vielleicht? Wollen wir nochmal die Kugel hier rein? Zack, da ist der erste Gegenstand. Oder kommt einer von hier? Macht denn der da so drin? Der braucht er gar nicht. Was ist mit dem hier los? Können wir noch nicht wieder? Galilea? Nee, braucht nicht unbedingt. Das ist Mike. So, das. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Nein! Haha, ich bin weggekommen. Oh, das ist ja der feindliche Montana. Ja, der kommt hier nicht mehr weg. Das. Atticus auch noch. Der hat mich. Hä, bin ich unsichtbar vielleicht? Der hat mich auch komplett ignoriert. So, Galilea bräuchte vielleicht Heilung. Hier. So. Wenn der jetzt hier reinkommt, kassiert er erstmal diese Kugel. Oh, was kann man skillen? Oh nice, verbindete Gesundheit durch Heilstrahl macht mehr. Ja. Heilstrahl macht mehr, das ist gut. Selbstheilung an. Haben wir aber auch Heilung? Jawohl. Einfach mal hier noch die Zack. So. Ja, die sind alle schön verlangsamt. Das ist. Ah, die haben auch eine Miko? Stimmt. War ja eigentlich skeptisch, ob wir überhaupt hier besonders weit kommen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus. Ups. Da ist er drüber gesprungen. Kriegen wir den vielleicht sogar? Oh. Mach mal einfach an, dass wir hier irgendwelche Leute heilen. Ja, das sieht gut aus. Amra vielleicht auch ein bisschen. Amra. Amra. Ja. So. Jetzt einfach wieder rein. Feinde haben ein Söldnerlager angegriffen. Wohl, da haben wir sie getroffen. Ups, da ist Mike. Ich will auch nicht zu weit immer rein. Nicht, dass sie uns umbringen. Gegen einen leibeigenen Söldnerlager so, vor. Wunderbar. Wir rücken vor. Achso, wir rücken vor. Ja, ich dachte schon, wir rücken hier irgendwo vor. Amra braucht Heilung. Hier, 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 hier. Feinde befinden sich im Kampf mit Leibeigenen. Ja, die ist schon wieder voll. Zack. Jetzt ist es Miko, ne? Nee, noch nicht. Da kommen wir nicht durch. Und die halten es aber auch gut auf bisher. Das muss man ja auch sagen. So, kommt der schnell genug weg, ja. Schade, schade, schade. Melka ist aber auch schwer zu treffen. Die hüpft so viel rum und ist so klein. Schlecht zu sehen. So. Den haben wir aufgehalten. Wir bleiben in der Nähe, dass mehr geheilt wird. Jawohl. Wer ist denn da? Amra. Heilung, Heilung, Heilung. Hier. Vielleicht akzeptieren die mich jetzt ja auch mal, dass ich hier bin und die Leute heile. Mann, der Atticus macht das aber gut. Der hüpft immer weg und dann kriegt man den nicht mehr. Ja, ja, hier. Und wieder voll. Also es geht extrem schnell, wie man da Leute voll heilen kann. Aber die Miko von denen macht vielleicht auch einen ganz guten Job. Warum kriegt denn aber Galilea mal als erstes auf die Mütze? Weil die mal ganz vorne steht? So, ich hätte gern mal den Skill, dass wir die Leute stunnen können mit dieser Kugel. Dann könnten wir die vielleicht komplett kaputt machen. Ja, jetzt haben wir einen. Da ist der Assist. Aber wir haben auch ein Level aufgemacht. Mal die Heilung an, zur Sicherheit. Aber so schön, wie wir gerade zusammenstehen, würde sich das auch ordentlich lohnen, so einen Pilz da reinzumachen. Treffen wir den? Ja, den haben wir getroffen. Der hält nicht schnell genug. Da ist der K.O. für uns. Oh, der war sogar Friedenshüter. Das war gut. Was können wir skillen? Spornwolke direkt auf... Ja, wird betäubt, das brauchen wir für die Überlieferung. So. Können wir jetzt auf den Wächter mal gehen.
Smelker mittendrin. Und die haben Etikus drin, der ziemlich groß ist, den man ganz gut trifft, denn, ne? Ja, damit hat er nicht gerechnet. Oh, jetzt doch anscheinend schon. Söldner sind verfügbar. Galilea ist fast tot. Ja, die macht das aber auch gut mit dem Schild. Nimmt es immer noch hoch und zieht sich zurück und dann kriegen wir es mit. So, Rath. Oh, der braucht ja auch Heilung. Hey. Ja, das Anvisieren von dem Ding ist manchmal ein bisschen komisch. Mike. Mist. Feindliche leibeigenen Söldner rücken näher. Ja, schade, da war er fast tot. Das ist ja so Galilea, die ist aber voll. So, nächstes Ausrüstungsteil. Wunderbar. Ja, da haben wir Schaden gemacht. Damit sind wir in der Führung. Jawohl. Da ist der Stun. Oh, 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 jetzt sind wir, glaube ich, dran. Ne? Der macht genug Schaden dafür. Wer kriegt uns nicht? Ha! Und voll. Was? Wieso? Wer greift denn da unseren Wächter an? Das ist Montana. Und die haben die Dinger mit, die Leibeigene mitgebracht. Das ist ja fies. Ja, die Doppelten, die sind auch gut. Ich hab das auch schon gesehen, dass die alleine den Wächter geschafft haben. Wie zu zweit. Das gibt's doch... Wie haben die das denn jetzt gemacht? Das gibt's ja gar nicht. Jawohl. Ja. Ah, den haben wir nicht getroffen. Das ist doof. Oh, 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 oh. Ja, da hat er uns. Jetzt sind die in Führung gegangen. So, aber zum Glück haben die es nicht ganz geschafft. So, da braucht jemand schon Heilung. Ambra? Ich habe dich gewarnt. Können wir den stunnen? Jawohl. Und jetzt steht er im Meteor drin, ne? Jawohl. Da ist der Assist gewesen. So, irgendjemand ist hier mittendrin. Ja. Kriegen wir das hin? Ja. Ja, ja, das geht. So, und jetzt noch den Pilz hier. Oh, kommt das vom feindlichen Mike? Ist der Pilz schon wieder kaputt? Ja. Der hat ja nicht lange gehalten. So, kaputt. Leider nicht von mir. So, aber jetzt gehen wir gleich wieder in Führung. Ne? So ist es nämlich. Da, ja, der Leibeigene ist gleich kaputt. Da ist Montana. Stimmt, den haben wir auch ewig nicht gesehen. Was hat denn der die ganze Zeit gemacht? Da ist der Assist. Machen wir so. Zack. Okay. So, wir müssen uns mal irgendwo hin zurückziehen hier. Man braucht Heilung. Der Schrecken unserer Zeit ist gekommen. Ja. Nicht, dass wir jetzt so tun, als wären wir hier die Vorrenner. Oh. Jetzt legt er voll los. Ja, das hast du jetzt davon. Da ist er kaputt. Feindlicher Wächter zerstört. Damit sind wir in Führung wieder. Wunderbar. So, können wir hier mal einen Pilz hinlegen vielleicht? Also ein bisschen an den Rand, dass er nicht sofort kaputt geht. Schmeißen den mal an, zack, gestunt. Na, vielleicht schaffen wir das sogar. Die Runde scheint ja doch recht ausgeglichen. Dass wir noch ein paar Kugeln schmeißen können. Zack, zack, zack. Oh, da ist Mike mittendrin, ne? Aber er ist der Hirte. Jawohl, da haben wir ihn geschafft. Und da ist er weg. Sie treffen mir seinen Kopf, das wäre gut. Vertrag unterschrieben. Leibeigenen Söldner rücken aus. Ich weiß nicht, ob der sich so... Oh, 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 oh. Galilea. Da haben wir den Assist dafür gekriegt sogar. Wenn wir sie heilen so, sehr gut. Ist das... Oh, ist ein feindlicher. Das ist nicht gut. Oh, das ist Etikus und ich bin alleine. Oh, ab. Whoops. So, wir machen mal die Selbstheilung an, für alle anderen auch. Das ist schlecht. Irgendwas passiert hier gerade. Ja. So, da habe ich gerade schon mal
den Angriff auf... Ja, da ist es wieder, das Ausrufezeichen. Aber es kann sein, dass das... Oh, schaffen wir das noch schnell? Nee, ja, schade. Dass das einfach nur Schergen waren, die da hingegangen sind. Aber das Eddick ist drin. Da rennt er weg. Nee, da ist er wieder. Mist, das ging daneben. An die Selbstheilung? Vielleicht schaffen wir Mike wenigstens. Hier ist ein Pilz. Ups. Da ist der Assist. Wahrscheinlich für Mike. Hier hast du die... Mist. So, vielleicht kriegen wir ihn. Bevor uns der Wächter kaputt macht. Da ist die andere Miko. Wie ist mit der aus? Die wird geheilt gerade. Ist... Oh, das... Können wir nochmal aufwerten? Jawohl. Dann gab es noch was Feuerrate für die Kunais oder Bewegungstempo, wenn Schaden genommen wird? Nö. Dann machen wir selber Schaden lieber. Ups. Ja. Nur, dass die Miko heilt. Dann kriegt man den ja nie kaputt. Nee, 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 wir müssen andersrum. Ist ja einer von uns? Ja, das sind auch zwei sogar. Da helfen wir doch sofort mit. Und jetzt gegen Melka, ne? Ach, Mist. Und Atticus, gestunt. So, einmal hier. Oh, oh. Ist Tiny aufgepasst? Jetzt haben wir ein leichtes Problem, glaube ich. Wir sind hier alleine. Oh, gegen eine ganze Menge Schergen. Das darf nicht sein. So, gib uns mal ein Schild. Ja, das ist unseres. Da ist einer, der bräuchte Heilung. Ambra? Ja, genau, komm mal her. Ach, das ging mir Mist. Machen das mal an. Ja, Mist. Man müsste auf Miko gehen. So, wo ist Ambra hin? Die... Haben sie geschafft? Weiß man nicht. Ich renn mal weg. Ja, schaffen wir. Da wird gekämpft. Gegen wen denn? Können wir denn die Leibeigenen vielleicht auch noch holen hier? Hallo? Vielleicht können wir denen so Bescheid sagen. Kommen die? Ja, da kommen sie an. Jawohl. Genießt eure letzten Momente. Ja, vielleicht schaffen wir es auch nicht ganz mit den Sporen bellen. Wir werden da daneben schmeißen. So. Diesmal machen wir sogar mit. Vertrag unterschrieben. Das sieht ja bescheuert aus mit der Krone drauf. Gut. Die verbündeten Schergen wurden dezimiert. So, hier wird schon wieder gekämpft. Es hat etwas mit uns gemacht. So, Selbstheilung an. Vielleicht auch noch ein Pilz hin. Schaffen wir das? Nee. So, da wird auf jeden Fall gerade Schaden gemacht auf den Wächter von denen. So. Oh, das ist natürlich auch fies, ne? Wenn wir das so machen, dann weiß ja der Gegner, wo der ist, wenn der Strahl dahin geht. Aber ist er schon wieder voll, kein Problem. So, hier, zack. Oh, da ist Schaden gemacht worden auf den Wächter. Geben wir einen Pilz hier hin. Genau, bleib mal da stehen, dann ist alles klar. Oh, steht er hier mitten im Weg. Ja gut, aber wenigstens ein paar Friedenshüter-Kills haben wir geschafft. Haben wir den wenigstens... Ich weiß nicht, wie viele noch fehlen, aber es können ja nicht mehr so viele sein. Jetzt ist es doch fast vorbei. So, den würde ich gerne noch schaffen hier. Ja, der macht schon wieder seinen Mist. So, wunderbar. Hier nochmal an. Hey, was ist denn hier los? Was für eine Eruption. Zack, haben wir schon wieder daneben. So, wir helfen mal hier mit, dann schmeißen wir den nochmal an. Der ist ja relativ groß. Nee. Ecker und Eras. Ein Glück. Habe ich das jetzt nicht übersprungen? Das habe ich mir schon gedacht. Und dann schmeiße ich die ganze Zeit daneben. Ende fehlt nur einer. Aber das haben wir geschafft. Wieso kostet der 800 jetzt?
Wird der auch teurer gegen Ende? Das haben wir geschafft. Feindliche Truppen haben jetzt müssen wir nur noch mit ihr Level 15 werden. Zack, gut, ne? Wunderbar. Oh, jetzt wollen sie es nochmal wissen, ne? Haben die eine Ambra? Nee. Oh. Nein. Nach. Oder bin ich... Ja, schon wieder. So, die Gegner haben es geschafft, unseren Wächter kaputt zu machen. Aber dadurch, dass wir Schaden an die ihm gemacht haben, ist es nicht ganz so schlimm. Weil wir ja immer noch in Führung sind. So, da ist... Unser Michael, pack mal hier. Oh nein. Und weg hier. So. Sind wir? Ja. Sind wir weggekommen? Verdammt gut verbessert. Ja, ja. So, was können wir hier noch machen? Dauer von Biosynthese-Effekt oder Einsatz des Heilstrahls? Nee, wir machen mal die Dauer höher. So, wo sind denn unsere anderen Leute aber alle? Wir haben hier nur Mike. Obwohl wir ja jetzt den Luxus haben, dass wir die Zeit einfach runterlaufen lassen können und den trotzdem gewinnen. Was? Mühelos will sie mich erledigen? Na, das glaube ich aber nicht. So, zack, gleich doppelgestunt. Der springt, ja, der springt da wieder weg. Oh, Galilea ist ja fast tot. Ja, der kommt da her. Mann, so kann man sie nicht mal heilen. Komm daher. Jawohl. Das funktioniert's. Da ist Montana. Ja, der ist da noch voll. Können wir den schaffen? Ja! Sehr gut. So, jetzt hat der noch Melka rum anscheinend. Wo denn aber? Sind wir da vorne anscheinend? So. Gib mal hier ein bisschen Heilung ab. 3 Minuten nur noch. Oh. Jetzt legt er wieder voll los. Naja, das... Oh, obwohl ich mir das dann... Oh, die Gegner kommen jetzt gerade her. Jetzt wollen sie es wirklich nochmal versuchen. Aber vielleicht können wir sie dabei aufhalten. Ah, Mist. Ups. Ja, kriegen wir... Können wir den nochmal kriegen? Das wäre natürlich schön. Mit Unterstützung von dem... Oh, das hab aber gerade nicht ich gesagt. Oh, 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 ja. Ist noch mein Pilz. Da ist ein Feind dran. Ja, schade. Da war ein Assist. Oh, ja, Atticus. Okay. Schade, ich dachte, es würde noch reichen. Hey, was passiert denn hier? Oh. Das Ding verlangsamt? Das ist mir auch neu. So, ist hier... Hier ist gar keiner mehr. Kann man noch was skillen? Spornwolke hält länger nach Ausbrechen und vergrößert den Wirkungsbereich. Ja, gut. So. 30 Sekunden. Reicht das vielleicht sogar? Nee, Melka ist Eldritt. Das bringt da noch nichts. Vielleicht können wir den sogar kaputt machen. Sollen wir extra Punkte? Vielleicht. Gibt bestimmt Erfahrung, extra Erfahrung, wenn wir den schaffen. Jawohl, da ist er kaputt. Witwenmacher, ich war sogar. Sehr gut, 10 Sekunden Verschluss. Ja. 15 Wächter haben wir kaputt gemacht schon. So, na, das war doch mal eine schöne Runde. Oh ja, Sporen von Mikrophilia. Da gab es auch ordentlich, oh, das gab ja ordentlich Erfahrung. So, neues Generitenpaket. Achso, wir haben Commander-Level auf. So, aber wir gehen mal hier raus. Gucken jetzt nochmal. Spielhistorie, genau. Was wir jetzt geschafft haben und die anderen. So. Oh, da fehlen nur 2, dann hätten wir es geschafft. Ja, da haben wir 4 von 7 schon. Da gibt es 32 sogar wieder für. Da. Spornado. Aber haben wir geschafft. Ecker und Eras. Ja, sehr schön. Ah, dann gucken wir uns doch gleich an, was das Teil noch kann. So.
Wir haben erst 8 Spiele mit ihr gewonnen und trotzdem das schon fertig. Und bei anderen, da muss man so lange spielen. Obwohl ihre, glaube ich, alle einfach waren, ne? Die waren alle machbar. 10 Kills hat der. Wir haben sogar 4. Oh, wir haben 16 Assists aber. Der war nicht so toll. Die waren eigentlich alle nicht so gut, ne? Der Atticus hier war gut. Melka auch. Ach, der ist am Ende rausgegangen. Ja, der Montana war anscheinend ziemlich schlecht. Naja, naja. Sekundärheil 19.000, ja. 46% Kuna-Treffer. Das war auch gut. So, da sind wir noch nicht ganz durch. Gucken, was das jetzt ist. Bestimmt gut. So, ist es markiert hier? Ja, wie sah das aus? Das sah doch so, das hier war das, ne? Genau. Heilkraft, Bewegungstempo generell, das ist gut. Fügt 50% Kunai Giftschaden bei deinem nächsten Heilstrahlimpuls hinzu. Hä? Warum versteht man die immer nicht? Fügt 50% Kunai Giftschaden bei deinem nächsten Heilstrahlimpuls hinzu. Da kriegt doch nicht der, den ich heile, Schaden. Oder heißt es, der kann Schaden machen? Oder ist es, dass es mein Heilstrahl so explodiert? Und die drumherum Schaden kriegen? Und in dem Text da, in jedem von Mikos geworfenen Dolche ist eine Spore ihrer Heimat des großen Planeten Mikso. Asmikolob. Ah, ist nur falsch gesagt. Mikrolopria, ist ein Heilstrahlimpuls. Das kriegt man ja nicht mal raus, wenn man das anguckt. Da muss man vielleicht mal drauf achten, wenn man den heilt, ob es denn eine Schadensmeldung gibt, dass man einen Schaden gemacht hat. So, das können wir so. Ja. Da haben wir es geschafft. Achso, was haben wir für ein Level bei ihr? Oh, stimmt, wir können auch noch angucken, was jetzt für ein Bild ist. Was können wir da machen? Ich glaube, wir hatten gerade Level 12, ne? Geht das da? Ja, 12. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir das fertig haben. So. Da ist die Überlieferung. Wunderschön. Ja. So ist das. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Battleborn.